Ole Kittner, am Mittwoch 0-0, die Preußen in Aalen, Sie waren nicht dabei, Sie waren gesperrt. Wie verbringt man den Abend dann mit, erholt man sich oder ist man da sehr angespannt, weil man nicht spielen kann? Ich war schon ein bisschen angespannt, hätte ich ehrlich gesagt auch nicht direkt gedacht, aber ich konnte das Spiel gut verfolgen bei Telekom, also es ist echt super Berichterstattung. Und ja, war auch mal interessant, das Ganze mir quasi aus der Vogelperspektive anzugucken. So. Ich bin jetzt mal gemein, ich sag mal, die Preußen haben die letzten drei Spiele nicht gewonnen. Sind die Preußen schon wieder in einer kleinen Krise? Nee, sind sie nicht. Ich wusste, dass das eine kurze Antwort wird, aber Rostock war der letzte Sieg, jetzt geht es gegen Jena. Ostmannschaften liegen eigentlich den Preußen, gerade hier im eigenen Stadion. Was wird die Devise sein und sind sie überhaupt wieder zurück in der Mannschaft? Ja, also das muss der Trainer entscheiden, die zweite Frage. Erste Frage, ich glaube, wir werden das Spiel anders angehen. Ich glaube, dass wir schon hier die Heimspiele so gestalten wollen, wie wir es bisher getan haben. Das ist gegnerunabhängig, da haben wir gegen Paderborn auch sehr offensiv begonnen und ich glaube, dass wir uns da wenig nach den Gegner richten, natürlich in so speziellen Situationen auf die Stärken eingehen, aber ansonsten wollen wir unser Spiel durchdrücken. In den letzten Wochen haben die Preußen wenig Gegentore kassiert, aber auch wenig Tore geschossen. Ist das eine neue Qualität, die Mannschaft hat, dass man jetzt erstmal schaut, dass es defensiv gut läuft und alles hinten passt? Ich glaube, dass das die Grundvoraussetzung ist. Also das ist auch für die Jungs vorne dann, glaube ich, ein gutes Gefühl zu wissen, dass hinten nicht viel passiert. Dann kann man vorne auch mal mehr ins Risiko gehen. Und ich glaube auch, dass wir uns in unserem Offensivspiel entwickeln und dass das einfach nur eine Frage der Zeit ist. Aber dass die Basics erstmal stimmen, dass wir defensiv gut stehen, das ist, glaube ich, erstmal wichtig und auch richtig, dass es so rum funktioniert quasi. Letzte Frage ist, wie viele Punkte brauchen die Preußen, um den Klassenerhalt zu schaffen? Wir sind jetzt, glaube ich, bei 32. Ja, rechnerisch müssten das auf jeden Fall mindestens 8, wahrscheinlich ein paar mehr sein. Aber so, ich glaube, es wurde auch schon ausgelobt, so, dass wir nicht rechnen wollen, sondern dass wir einfach jedes Spiel angehen und es gewinnen wollen. Und deswegen gucken wir jetzt auch nicht danach, wie viele Spiele wir noch gewinnen müssen oder unentschieden spielen müssen, sondern wir wollen einfach durchziehen und nicht auf Ankommen spielen. So. Okay, dann sagen wir mal, wenn Ole Kittner morgen spielt, Ecke, Rizzi, Kopfballtor, Kittner, 1-0-Sieg würde reichen, oder? Das würde reichen, ja. Dann viel Spaß. Bis gleich.